Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Mittlerweile glaube ich schon die 61. Und ich glaube, wir nähern uns ja schon bald dem Ende von dem Spiel. So, aktuell haben wir 6 Estus und die Estus-Flakons sind plus 9. Das seht ihr jetzt, glaube ich, schlecht bei mir, weil ich gerade davor sitze. Aber ich werde euch immer wieder mal ein bisschen im Spielverlauf über den Estus-Status benachrichtigen, dass ihr ungefähr seht, wie viel Estus ich noch habe. Genau, aktuell sind es 6. So, in der letzten Folge haben wir den Typen hier gekillt. Das Eisvieh und haben auch die komplette Rüstung bekommen. Wenn ihr sehen wollt, wie die ausschaut, einfach einschalten. Folge 60, glaube ich, ist es jetzt gewesen. Könnt ihr euch mal anschauen, die Statuswerte und ja, wie es ausschaut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Dass wir endlich mal dieses Kristallwesen hier killen können. Aber erst um uns den Loot. Wahrscheinlich werden irgendwelche Hände gleich wieder aus dem Boden kommen. Boah, ey. Blechstein. Okay, was war denn jetzt? Okay, hier ist ein großer Ritter. Machen wir erst bei dem fertig, wenn ich, dass der auf mich schießt, dann wenn ich den Ritter killen will. Hoffen wir, der stirbt jetzt dann bald mal hier, das blöde Vieh. Okay, dann würde ich sagen, packen wir uns den Ritter an. Ich hoffe, wir schaffen den auch. Weil der irgendwie... Nein. Weil der irgendwie so verdächtig dasteht. Okay, na komm her. Schau, dass ich ihn vielleicht gleich backsteppen kann. Fall runter! Ja, yeah, Baby! Oh Gott. Könnte ich mir diesen Loot jetzt holen? Normalerweise... Ich habe ja einen Katzenring. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das sind ja doch 79.000 Seelen. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber hier ist ja eigentlich... Ist ja schon wieder da. Okay, dann machen wir erst bei denen fertig. Viel hat er nicht mehr. Mann. Hallo. Bin ich mal dran. Hier. Okay, wir werden es jetzt nicht und weil mit der Ritter kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie irgendwas Geiles hat. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt komm. Kristallschriftrolle. Okay, ich glaube, das ist wieder was für unsere NPCs. Was? Okay, er lebt auch noch. Hier ist Loot. Wie komme ich denn da rauf? Ah, alles klar, verstehe. Hier rüber. Wenn wir uns hier auf jeden Fall noch holen, wenn es irgendwie geht. Okay, das machen wir mal später. Gehen wir mal hier weiter. Ich will unbedingt wissen, wie es hier weitergeht. Ist meine Estus. Ich habe jetzt noch aktuell 4 Estus. Okay, hier ist ein Aufzug. Kann ich noch nicht benutzen. Oder ich muss erst runterfahren. Ja, wahrscheinlich, wenn er unten ist, kann ich ihn benutzen. Boah, hoffentlich kommt bald mein Leuchtfeuer, ey. 100.000 Seelen. Oh. Na komm. Ist denn hier? Boah, nein! Über 100.000 Seelen verloren.
Vielleicht irgendwie mit dem Bogen oder so probieren. Da ich die rauslocken kann. Okay, ich hoffe mal, dass das blöde Kristallwesen jetzt nicht mehr da ist. So, dann gehen wir gleich hier rechts rum. Ich glaube, da haben wir den Shortcut gemacht. Mit der Leiter. Sparen wir ziemlich einiges an einen Weg. Genau. Genau, dann gehen wir gleich hier hoch. Das ist wahrscheinlich eh nur Schrott. Scheiße, kannst du auf jemand anderen schießen. So, Edelstein. Jetzt müssten wir eigentlich hier rauskommen. Und hier die Leiter hoch. Genau. Sparen wir uns doch schon mal einiges an Weg. So, ist hier noch ein Shortcut irgendwo? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Okay, geht noch ganz gut. Nein, diese scheiß Hände, die gehen mir auf den Sack. Okay, der ist auch down, sehr gut. Aber hier ging es ja, glaube ich, nicht weiter, oder? Genau, hier hinten war nur der Loot. Obwohl, schauen wir mal, vielleicht ist da irgendwie noch was Verstecktes irgendwo. Nee. Okay, das Kristallwesen ist natürlich auch schon mal weg, sehr gut. Ja, ist gut, komm. Ist ja gut. Hier ist auf jeden Fall auch Loot. Titanitschuppe. Na, jetzt fällt er schon wieder runter. Okay. Den Loot müssen wir uns irgendwie später holen. Jetzt will ich auf jeden Fall schauen, dass ich unsere Seelen zurückkriege. Hier. Warte, ich fahre jetzt mal hier runter. Was das jetzt für ein Shortcut ist. So, wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir hier? Hebe. Alles klar, am Anfang. Sehr geil. Alles klar, das ist sehr geil. Schau aber mal, ob es hier noch irgendwie was Verstecktes gibt, hier unten. Nee, nope, schaut nicht so aus. Okay, und hoch. Hoch, hoch hinaus.
So, jetzt hoffe ich, dass wir unsere Seelen gleich zurückkriegen. Ist doch schon wieder ein ganzes Level, was wir da machen könnten. So, ich mache das jetzt aber anders. Mann. Okay, Randa. Boah. Alter, der kann gar nichts mehr machen. Boah, was ist hier los? Komm, 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 komm. Mann! Sowas Ekliges. Mal was ausprobieren. Das dauert zu lang, bis es durchgeht. Mei, sind wir überall. Natürlich da oben auch noch. Aber ich brauche meine Seelen. Brauche meine Seelen. So, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus, raus hier, raus hier. Boah. Okay. Die Kiste schnell auf. Titanitschuppe. Sehr gut. Du ja, wegsnipern. Hinten ist nämlich Loot drin. Und wenn da so viel. Ah, sei Estus genommen. Okay, wo ist der Loot? Der Loot ist genau da hinten. Vielleicht ist es ja auch was Geiles, oder wenn da so viel Hände rauskommen überall. Seele, okay. Oh, na, ist auch nicht verkehrt. So, was ist da oben? Was ist da oben? Da oben kommt man aber, glaube ich, nicht hin. Obwohl, da wäre eine Leiter, gell? Da wäre eine Leiter. Okay, dann müssen wir uns später anschauen. Vielleicht kommen wir hier irgendwie hier oben lang. Indem wir hier lang gehen. Funkeltitanit, großer Edelstein. Okay. Boah, ich bin jetzt erschrocken. Fleischbissring. Mann. Hä? Okay. Ja. Mann, jetzt könnte echt mal ein Leuchtfeuer kommen. Wie komme ich dann den Loot da oben ran? Okay, aktuell noch 7 Estus. Ich hoffe, dass wir jetzt bald mal irgendwie zu irgendeinem Leuchtfeuer kommen. Okay, können wir hier lang gehen? Das ist auf jeden Fall Loot, haben wir schon gesehen. Was ist das hier für ein Ding? Ein komischer Engel oder was? Gehen wir hier runter. Geh jetzt erstmal da hinten lang.
ist denn das hier alles? Irgendwas wird uns hier gleich überfallen. Oh, oh! Okay, Bruder. Na, komm her. Komm zu Papa. Komm her. Okay, da ging. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Leute. Okay, der ist jetzt schon mal down. Titanitbrocken. Kann man hier runterspringen? Schaut nicht so aus. Hier schaut es nichts. Obwohl da unten wäre schon ein Vorsprung, ja, aber glaubt es ist zu weit. Was ist denn. Oh, ey, Wahnsinn. Wo man hier überall lang gehen kann. Echt krass. Gehe ich jetzt aber noch nicht runter. Ich schaue erstmal, ob es hier hinten weitergeht. Warte mal, jetzt probiere ich mal was. Ach, geht nicht so weit. Schade. Aber ich glaube, dass ich da eh bestimmt gleich runter. Oh, schon wieder so ein Ding. Nein! Boah. Stirb! End! Stirb! Mann! Ja, doch nicht mehr viel, komm! Mach keinen Scheiß jetzt! Der schon mal down. Boah, der wird wieder eins nicht kriegen wahrscheinlich. Nein, nicht runterspringen. Na super. Ja. Oh, Ruhe. Boah. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ach, das war der Anfang. Ich bin hier runtergesprungen. Okay, dann muss ich wieder zurück. Vielleicht ist ja das eine Kristallvieh da oben noch da. Nee, ist leider weg. Bäh. Schade. Nice, es ist ein Haufen Abzweigungen und alles, was hier alles so gibt. Richtig geil gemacht, auf jeden Fall.
Ah, hier sind wir vorher gekommen, glaube ich. Genau, hier sind wir gekommen. Gehen wir hier weiter. Titanitbrocken. Ah, schon wieder so ein Ding. Warte, was wissen hier? Boah, zwei gleich. Nee, nee, da gehen wir gleich wieder. Das ist ein bisschen zu krass. Okay, da müssen wir uns später umschauen. Ich will jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Leuchtfeuer erreichen. Wo sind die jetzt gestorben? Hat so ausgeschaut, gell? Weil ich auf jeden Fall Seelen bekommen habe jetzt. Ich will Leuchtfeuer. So, gehen wir hier rechts weiter. Titanitbrocken. Ach, schon wieder so ein blöder Ritter. Na komm her, komm zu Papa. Kein, jetzt der Estus. Nein. Okay, Leute, alles klar. Dann würde ich sagen, wie es dann weitergeht in der nächsten Folge und ob wir unsere Seelen wiederbekommen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.